Hallihallo und willkommen zum nächsten Part von Zelda Goddess of Wisdom, wo wir im letzten Part einfach mal den neuen Schild hier bekommen haben, mit dem wir Beams jetzt einfach reflekten können. Und dann noch einen neuen Herzcontainer einfach bekommen haben, gepaart mit einem neuen Pilz, mit dem guten alten. Es riecht nach fauligen, verrotteten Früchten, die auch sehr süßlich riechen. Und gleichzeitig dann eben noch das magische Cape haben wir auch noch bekommen, mit dem wir dann eben ganz gechillt auch noch bestimmte Objekte durchfliegen können, mehr oder weniger. Oder durchlaufen halt. Und das wollen wir auch in diesem Part machen. Wir werden in eine Höhle gehen, wo wir vorher nicht weiter konnten. Und dieses übliche Feature, ne, man hat es auch im Originalspiel gehabt, dann auch noch nutzen. Und eben durch so einen von diesen Bumpern durchlaufen. Vorher wollte ich noch ein bisschen Magie auffüllen. So, und wenn wir das gemacht haben, können wir dann durch. Also, wäre ein bisschen schwierig, ohne Magie da durchzugehen. Weil wir halt auch Magie brauchen dafür. Die wurde direkt ausgeleert, als wir durch diesen Bereich mit diesen Feuerspeiern oder so durch sind. Wie soll man die eigentlich nennen? Die werfen also Feuerkugeln. Ja, diese snipende Viecher. So. Jedenfalls können wir gut Magie auffüllen in der Stadt, im Dorf. Bitte, danke. So. Ich würde einfach gar nicht mehr so viel Zeit verschwenden mit denen. Außer mit dir. Ich mag dich nicht, okay? Ich mag dein Herz. Aber dich nicht. Oh, nice, Alter. Ein Two-Hitter ist auch nice. Mich interessieren halt nur die Herzen, das ist halt das Ding. Aber gut. Die drei, das ist okay. So, wir haben ja im letzten Part auch keine Fee verbraucht, weil ich es tatsächlich geschafft habe, mich durchzuschlängeln durch die eine Passage. Mit Pro Controller, ne? Oh mein Shit, da war Magie. So. Also mit Pro Controller, das war ein Moment, den ich mir auf jeden Fall für immer in meinem Kopf behalten werde und es jeden Tag in der Schule weiter erzählen werde. Voller Glücklichkeit und voller Freude. So. So, und genau hier konnten wir durch und genau dafür haben wir es gebraucht. Jetzt können wir den Umhang in den Müll werfen. Ja gut, nee, also ich glaube, wir werden den noch für den nächsten Boss oder für die nächsten paar Bosse wahrscheinlich brauchen. Oder wir können ihn gebrauchen. So, und wir sind halt tatsächlich jetzt kartenmäßig, warte, das kann ich auch noch zeigen, jetzt auf der rechten Seite der Karte. Davor waren wir halt eben, ja, ihr wisst ja, glaube ich, wir sind vom Dorf runtergelaufen, wobei von Siedsdorf kommen. So, hier das Dorf, wir sind runter, wir sind nach links und hier halt eben in die Höhle rein, neben links vom Haus. Und halt eben dann ganz rechts auf der Karte gelandet, also, ja, läuft auf jeden Fall bei uns. Hat sich gar nicht so lange angefühlt, der Weg. So, hier ist nix. So, bei mir ist der Plan jetzt erstmal ganz unten vorbeizulaufen. Bei mir ist der Plan jetzt erstmal ganz nach oben und dann nach rechts zu laufen. Das war jetzt unerwartet. Ja gut, aber ich wollte halt trotzdem relativ schnell zur Magie laden. Das machen wir später. So, zum Magie laden, weil ich ja den Pilz habe und den ganz gerne abgeben würde, bevor wir irgendeinen anderen Dungeon machen. Und Junge, die Freude wird groß sein, wenn wir mit dem Pegasus Boots rumlaufen. So. Mit Steinen verprügelt, mit Büschen verprügelt, ist einfach zu lieblich. Mit Bomben verprügelt. Das wäre jetzt eher der Ritter, oder hätte eher der Ritter sein sollen, aber na gut. If you have enough time, okay. Noch nicht. So. Haha. Danke dir, kleiner Mann. Komm später wieder zurück in den Shop, um etwas Gutes zu bekommen.
Ja, wir hätten noch theoretisch kurz vorher noch was lesen können, aber gut, da habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht. So. Rot ist die Medizin des Lebens, grün ist die Medizin der Magie, blau erneuert beides, Lebens und Magie, Lebensenergie und Magie. Hier, eine kleine Portion unseres roten Trankes, wohlbekomm's. Fand ich ganz nett von ihm. Habe ich gebraucht. Ich wollte noch was anderes von ihm haben. Ich komme gleich wieder. Ich bin der schnellste Schuldeneintreiber, den man hier gesehen hat. In ganz Hyrule. So. Schneller als das Highspeed-Internet in Deutschland. Was aber auch nicht schwer ist. Das ist Internet in Deutschland. Naja. So, das Magiepulver. Wenn du es auf Gegner halt eben drauf streuselst, dann passieren bestimmte Dinge. Mal mehr und mal weniger wird. So, das müssen wir natürlich jetzt einfach austesten. Ich meine, ne? Zwar kein Link's Awakening, aber... einfach. Tötet es, bevor es Eier legt. Gut. Dann haben wir das jetzt auch. Ich meine, der Hauptgrund, warum man es gerne hätte, das Magiepulver, ist natürlich... damit man die, diese Totenkopf-Feuerball-Gegner da besiegen kann. Wenn ihr versteht, was ich meine damit. Oh. Gut, jetzt habe ich halt eben mehr oder weniger einen Fehler gemacht, damit, dass ich halt wieder den ganzen Weg zurückgehen muss. Aber... ich hoffe halt, dass wir das Magiepulver auch gebrauchen können. So, genau dafür halt. Verdammt. So, ich meine hier rechts. Da war nur eine einzelne kleine Mini-Höhle. Ja, genau. Habe ich das gerade... achso. So, und jetzt kommen wir hier in die Precise Parts? Precision? Auf jeden Fall das, was ich nicht hab. Und das für ein Huni. Oh Gott. Puh. Und hier ist zwar was, aber ich meine... ja, nee. Da ist nicht wirklich was, sondern einfach... ein bisschen Deko. Und eigentlich bin ich dafür, dass wir das auch mal ausgeben können, die ganzen Rubine. Ah. Okay, wir haben alles. Kann man sich trotzdem gönnen? Noch ein paar weitere Feen einfangen. Ich meine, da kann man sich ja noch ein paar mehr reinquetschen in die Flasche. Wir haben zu viel Luft. So. Oh fuck. Eigentlich der wäre tot mit zwei. Oder mit einer Wirbelattacke und einem Pfeil und Bogen. So, hier oben ist ein Herzteil. Das finde ich auf jeden Fall sehr nice. Das lächelt mich schön an. Verprügeln! Und lol, Alter, wo bekommen wir den Bumerang eigentlich? Jedes Mal. So, und hier sieht man's. Wir kommen hier nicht mehr weiter, weil der Entwickler sich so dachte, dass er ein paar Holzpfähle in den Boden rammt. Ja, aber well. Da ist noch eine schöne Höhle. Oder weniger schön. Oh, shit. Okay. Das wird auch weniger schön. Das wird ein bisschen eklig werden. Ich meine, es kann theoretisch... oh, fuck. Okay. Das kann jetzt theoretisch gut ausgehen, das kann aber auch natürlich jetzt furchtbar ausgehen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Oh, fuck. Yeah. Exakt. Nein!
Nein, 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 nein. Yes! Oh fuck. Ich will mich natürlich skillig fühlen, deswegen mache ich das gleich nochmal. Nice, Alter. Hier, und das unterscheidet mich mit jedem anderen Electronic Pass Player. Ich kann Bombjumps. Das kann kein anderer. Auf jeden Fall nicht, ne? Nein. Das. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden gesehen, der das auch gemacht hat und deswegen. Nee, das gibt's nicht. Ich würde so gerne da jetzt auch noch hoch, ne? Das wäre schon. Das wäre schon geil. Ich weiß nicht. Okay. Das war jetzt ein bisschen doppelt bitter. Gut, lassen wir's. Gehen wir nochmal kurz da nach links. Nein! Scheiße. Ja gut, Feen haben wir ja genau aus dem Grund. Weil ich mindestens ein oder fünfmal noch irgendwo reinfallen werde. Mal mehr und mal weniger, bitte. Das, bitte. Bitte spielen. Bitte. Okay? Ich bin so nett, ich habe mehr Better bitte gesagt, als du es eigentlich verdient hast. Deswegen gibst du mir jetzt bitte den Weg hier raus. Na also. Better, 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 better. Und übrigens, ich bin hier schon so oft durchgelaufen. Hier gibt's da rechts nichts. Da kann man nicht reinbomben. Ich hätte es gerne gesehen, dass man da reinbomben kann, aber... Ja. Genauso hätte ich es auch gerne gesehen, dass ich hier durch kann. Das ist jetzt ein bisschen bitter. Ja, das müssen wir uns später dem Ganzen widmen. Und jetzt... Oh Gott, nochmal den Weg zurück. Verdammt. Wir brauchen den Enterhaken. Der macht das so viel einfacher, den Weg hier. Gut, ich mach mal den Part ein bisschen länger, weil ich jetzt den Weg hier so unnötig verschwendet habe. So. So, und hier hätte man mit Enterhaken hin, deswegen. Das erleichtert einem den Weg schon um einiges. Feen hier nicht wären. Ich wäre so aufgeschmissen. Wenn das hier Parallel Worlds wäre, dann würde ich mein Leben hassen. Dann würde ich einfach mein Leben hassen. Da hat man sowas nicht so einfach. Geschweige denn irgendwas safe, also anti-Safe-State-freundliches. Das geht einfach nicht. Ich bleib dabei. Ich will es irgendwann in meinem Leben ohne Safe-State spielen. Parallel Worlds. Denkt an meine Worte. Denkt an meine Worte. Es wird passieren. Vielleicht in den Sommerferien, wenn ich Zeit habe, aber es wird passieren. Da mache ich das so an einem Abend. Oder, naja, ich bilde mir ein, dass ich es an einem Abend mache. So. Während ich wahrscheinlich zwischendrin mitten einfach so in die Psychiatrie am besten noch eingewiesen werde, weil es einfach zu krass wird. Zu viel Parallel Worlds irgendwann. Dann sitze ich in der Ecke und denke mir nur die ganze Zeit so, safe. Ah, doch, ja, okay. Ich dachte gerade, wir brauchen einen Bogen. Und wir brauchen aber... Nein, 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 nein. Oh. Huch. Okay, Schluss mit Schießsuchen. Wir machen einfach... Boom.
und geht einfach so durch. Ne? Das klingt doch noch gut. Oh mein Shit, Junge. Ich fühle mich immer so dumm, wenn ich das mache. Ach Mann. Das ist so bescheuert. Okay, warte. Hier einmal. Dann. Ja, okay. Noch ganz knapp. Ja, und das Spiel will wahrscheinlich, dass ich nochmal mache, aber ich will Bomben sparen. Ich guck erstmal. Oder weißt du was? Ich kann eh schon mit Sicherheit sagen, was passiert. So. Das tut ja nicht weh. Also außer meinem Bombenvorrat, der gerade echt auf dem Minimum ist. Auf dem All-Time-Low. Ja, und da sieht man's. Da oben links, da ist halt einfach das Ding. Die Fackel, und die müssen wir noch anzündeln. Also dementsprechend war es keine schlechte Idee. Oh nein. Oh nein. Hey, aber das ist mal ein interessantes Konzept, Alter. Nice. So ein Gegner? Wobei, kann man sich nicht... Na, ich will es nicht eingehen. So. Ja, das gefällt mir einfach. Das gefällt mir. Kann ja auch mal tot sein. Das ist immer so die Frage bei dem Viech. Der hat irgendwie gefühlt unendlich viel Leben. Ah, jetzt. So, dann hier links ist nix. Hey, nicht an der Wand ziehen. Schlagen. Das ist doch der erste Gedanke, den man hat bei einer Wand. Erstmal reinschlagen. Ah ja, und jetzt kommen wir by the way zu den Tücken, die dieses Spiel hat. Ne, es wird, beziehungsweise die Nettigkeiten, die dieses Spiel auch hat gleichzeitig. Man sieht diesen Stern hier und der zeigt einem gerne mal an, so, okay, du hast da irgendein Versteck, irgendein Secret, irgendwas, was du da rausfinden musst. Und hier in dem Spiel ist es halt, ja, relativ, ne, wenn du es einmal weißt, dann ist es eigentlich gar nicht mehr ganz so schwer. Nämlich hier in dem Fall. Ja. Muss ich noch was sagen? Muss ich noch irgendwas sagen? Ich weiß gar nicht, hatten wir das nicht schon? Oder hatten wir schon in Hyrule Castle? Ich bin mir nicht sicher, aber... Ich bin mir gerade echt nicht sicher, aber... Es ist halt diese typische Tücke halt vom Spiel. Dass es halt einfach einen Stern dort rein platziert und... Du weißt, okay, du musst da was... Du kannst da was als Vase benutzen, du kannst da was anders tragen und so weiter. Und das muss man halt immer bei jedem Rätsel im Hinterkopf behalten. So, jetzt können wir deswegen erstmal das Rätsel lösen. Und ich weiß, ich habe, glaube ich, lange gehangen an der Stelle. Fällt mir so ein. So, hier muss ich einfach durchlaufen. Ich kann da nicht dran... Vorbei. Ich hasse diese Feierbar. Ja, die Truhe ist wahrscheinlich genau dort gespawnt. Das ist auf jeden Fall sehr erfreulich. Ja gut, solange man es sich nicht nochmal beeilen muss. So, und einen Key haben wir. Ja, ich glaube, wir machen hier sogar eine Key-Suche, eine Schlüsseljagd, eine kleine. Um am Ende so ein bisschen die Wege freizuschalten. Ich habe hier gerade ein kleines Problem. Oh lol, das hätte ich so machen können. Es ist einfach... Warum denn auch einfach, wenn es kompliziert geht? Ich meine, das ist auch so die übliche Art, wie ich Rätsel löse. So. Hauptsache auf die komplizierteste, bescheuertste Art und Weise, die nur irgendwie möglich ist. So. Jetzt müssen wir schnell genug sein, damit wir hier hinkommen. So, man denkt erstmal, der geht wieder da rein, aber weil er halt an der Wand ist, geht er halt eben nicht rein.
auch scheiße. So, das war Sektion 1 vom Dungeon. Sind wir pretty gut durchgekommen. Very, very gut. So, und ich hoffe immer noch, dass wir die Pegasus Boots bekommen. Die werden einfach das Beste. Gerade wegen der Geschwindigkeit. Die Bombe wäre dann auch kein Problem. Und ganz ehrlich, man weiß einfach, der Entwickler, der hat einfach dran gedacht. Der dachte sich so, der läuft da so oft durch. Da packen wir erstmal viele Bomben rein. Wobei, kann man nicht ganz sicher sein, wer der Entwickler jetzt genau ist. Also, theoretisch der eine Typ. Ich weiß die Namen leider nicht mehr. Oder halt die, die es repariert haben. Aber ja, kann man nicht genau wissen gerade. Ich denke aber der erste Entwickler. So, und jetzt stelle ich mir gerade die Frage, sollen wir jetzt den Part schon beenden? Wir sind nämlich gerade bei der 20-Minuten-Marke. Moment, gib mir ein paar Sekunden Zeit. Oder so. Kurz nochmal 5 Minuten plus. Gut, machen wir nochmal 5 Minuten plus und dann mal gucken, weil ich geht's dann gleich pennen. So. Und dann habe ich auch schon mal Parts bis... Parts bis Freitag, beziehungsweise den Mittwoch-Part muss ich dann noch aufnehmen. Das wird dann wahrscheinlich wieder Mario Gives Up sein. So. Ich glaube nicht, dass wir hier weiterkommen, aber ich werde es mal trotzdem probieren. Ja, sieht so aus. Sieht nicht nur so aus, ist sogar so. Deswegen... Ja, können wir es lassen. Ja gut, okay, dann würde ich sagen sogar, dann gehen wir in den nächsten Bereich rein und dann machen wir da einen Part zu Ende. So, wenn das jetzt noch ein ganzer Bereich gewesen wäre, hätte ich noch zu Ende gemacht. So. So, der nächste, der müsste dann weiter unten gewesen sein. Irgendwo hier unten rechts. Ja, genau. Gut, und da oben war nichts. Moment, gib mir ein bisschen Zeit. Ja. Sieht gut aus. So, wir können uns ja im nächsten Part auch nochmal ganz kurz aufmachen zum Magieladen dann auch. Oder nachdem wir den Bereich hier jetzt gemacht haben. Und da die Blue Potion eine kaufen. So, dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir hier weiter. Es sieht schon mal sehr einladend aus. Sehr erfreulich auf jeden Fall. Der schöne Empfang, den wir hier haben. Aber zumindest werden wir nicht angegriffen sofort. Also, dann verabschiede ich mich für den Part. Und ich würde mich freuen, wenn man mal beim nächsten Part wieder einschaltet. Bis zum nächsten Part und ciao.